Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück bei Darkest Dungeon. Unsere Helden befinden sich in Sicherheit in der Stadt. Manche von ihnen vielleicht etwas gestresst von der letzten Reise, vor allem Reynold hier. Aber das hindert uns nicht daran, neue Abenteuer zu bestreiten mit neuen Helden, die sich den Gefahren stellen, die da draußen lauern. Ja, Darcy, du musst auch nicht zur Zeit zurück. Du ruhst dich aus. Okay. Wir haben 50% bis zum Boss geschafft. Oh. Was machen wir denn als nächstes? Ich würde sagen, wir machen einfach das hier. Und wen nehmen wir mit? Dismas. Übrigens, ich bin jetzt drauf gekommen, warum Dismas sich nicht ausruhen konnte. Er hat ja eben die Eigenschaft bekommen, dass er nur im Bordell sich ausruhen kann. Ach Junge, reg dich ab hier. Ich nehme auf jeden Fall mit Curtis. Chartres, falls man dich so ausspricht. Im Prinzip, okay, wir haben aber nicht wirklich einen Kämpfer dabei, oder doch? Hier, Neues. Und wen nehme ich noch mit? Burey oder Bursi? Heißt das Bursi? Ich glaube, das heißt Bursi. Oder nehmen wir... Nee, ich würde sagen, schwer. Bursi. Nahrung, auf jeden Fall extrem viel Nahrung. Okay, extrem viel nicht, aber ich nehme jetzt mal so viel mit. Zwei Schaufeln. Gegengift nehme ich 4 mit. Bandagen nehme ich nichts mit, weil wir sind pleite, verdammt. Dann halt so. Und los geht's. Zurück in die Ruinen. Pace out the halls of your lineage once familiar. Now, foreign. Okay, mein Trupp aus Abenteurern und mutigen Recken. Begeben wir uns mal in den nächsten Raum. Halt! Eine Kiste? Ich sollte mal vielleicht die Anordnung ändern. Du gehst ganz nach vorne. Ihr zwei könnt so bleiben. Okay, das passt, glaube ich, so. Leer. Was ist das? Ein Alchemietisch? Okay. Anscheinend hat das auch nichts gebracht. Ja, schon gut. Der Stress fängt wieder an. Haben wir... Verdammt, wir haben keine Fackeln gekauft. Ach, das schaffen die. Okay, Neues. Deine Aufgabe wird es sein... Okay, die hat auf jeden Fall andere Skills als... Wie hieß sie nochmal? Schon wieder vergessen, aber... Iron Swan 1? Adrenaline... Blub Blub Rush? Okay, probier das hier mal aus. Okay, du... Die buffst mal... den hier. Verdammt.
confidence surges as the enemy crumbles. Oder so. Ich werde mir auf jeden Fall mal bandagieren hier. Das mit den Fackeln macht mir echt etwas Sorgen. Der stirbt sowieso in nächster Runde wahrscheinlich durch den Dot, den er drauf hat. Du greifst einfach so an. A victory. Perhaps the turning point. Du machst auch eine normale Attacke auf jeden Fall. Heilung braucht eigentlich so ziemlich keiner, außer er selbst vielleicht ein bisschen, aber... Probier das mal aus, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Nicht gut. Okay, der müsste jetzt eigentlich tot sein. As the fiend falls. A faint hope blossoms. Und du... Verdammt! Du jämmerliche Figur, willst mir jetzt hier Stress machen? Prodigious size alone does not dissuade the sharpened blade. Ich überlege gerade, sollen wir trotzdem weitermachen, trotz nicht vorhandener Fackeln? Ich weiß nicht, ob es klug ist. Wir scouten mal. Hier erwartet uns ein Kampf und hier erwartet uns, keine Ahnung was das ist, und eine Kiste. Ich gehe mal darüber. Beichtkammer. Real Phobe Quirk removed, okay. War das irgendwas Negatives? Ich hoffe es mal. Ja, ich weiß, ihr habt wieder Stress. Kommt schon. Die schafft ihr. Stunts den hier. Komm. Gut. Du. Was ist den hier los? Du tötest ihn. Press this advantage. Give them no quarter. Du wirfst deine Granate. Oh, was für eine fiese Attacke. Hat uns etwas gestresst. Der Stun ist vorbei, aber das werden wir gleich ändern, oder? Ich probiere es mal. Komm schon. Gut. Da war es nur noch einer. Du heißt dich selbst wieder etwas hoch. A trifling victory. But a victory nonetheless. So sieht's aus. Es wird immer dunkler. Vielleicht finden wir eine Fackel, aber... Ich bin nicht sicher. Ich habe aufgehört zu trinken. Lass das bitte sein. Stun. Thank you.
Die hören nicht auf mich. Ich habe aufgehört, was ich sage. Oder wahrscheinlich glauben sie mir einfach nicht. Ich probiere das hier mal aus. Fein. Fein säuberlich weggeschnetzelt. Okay, du machst wieder deine Granate. Mist. Das dann ist zu Ende. Okay, dann fange ich mit dem Saufen mal wieder an. Ihr habt schon recht. Und? Verdammt. Du heißt Sie. Oh, Mist. How quickly the tide turns. Oh. Zumindest der Stun ist wieder vorbei. Sehr schön. Komm schon gleich zum Gegenschlag. Fast. Fast tot. Aber jetzt. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Ist es eine Fackel? Nein. Okay, eigentlich müssten wir die Dinge auch irgendwie verkaufen können, oder wird das dann eh... Ach, ich sollte mich jetzt nicht damit beschäftigen, ich habe hier Wichtigeres zu tun. Mein Überleben sichern zum Beispiel. Fackel? Nein. Ich werde mal kurz hier etwas hochheilen. Sie auch. Okay, zum Glück haben wir eine Schaufel dabei. Und diesmal setze ich sie. Even the cold stone seems bent on preventing passage. Ja, diesmal setze ich sie auch ein. Wenn wir darüber gehen, erwartet uns als erstes ein Kampf, aber ich glaube, ich werde das wagen. Das schaffen wir. Ich glaube an meine Truppe. Wow, die ist auch schon wieder extrem gestresst hier. Und wieder ein Alki unter der Gruppe dort. Verdammt, sogar zwei. Oh, 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 oh. Oh, oh. Okay. Gut. Hm.
bigger the beast, the greater the glory. Verdammt. Dazed, reeling, about to break. Okay, ich bin jetzt gespannt, wie sich das hier auf den Kampf auswirken wird. Puh, du heilst mal sie. Komm schon, du tötest jetzt ihn hier. Okay, ich möchte mal ganz kurz nachsehen. Und sie meint, die Schwachen müssen fallen. Ich hoffe, sie sieht uns jetzt nicht als schwach an. Bitte? Ach, verdammt. Komm schon. As victories mount, so too will resistance. Protection Stone. Plus 5% Schutz, aber dafür weniger Schaden. Soll ich das jemandem geben? Ihr vielleicht? Ja, ich hau's ihr mal rein. Du gehst bitte wieder nach ganz vorne. Bitte lass es was Gutes sein. Nicht ganz das, was ich erwartet habe. Kommt, sie ist doch eh schon gestresst, da hilft der Alk auch nicht mehr. Du wagst es, dem zu widerstehen? Ach, verdammt! Ich hoffe, das wird nicht der letzte Kampf sein, den wir hier bestreiten. Ist gut. Gut gemacht. Wow, die sind alle schon ziemlich heavy gestresst. Was passiert jetzt? Dann ihn. Verdammt. Okay, einer weg. Oh Mann. Oh. Oh. Injury oh. And despondence set the stage for heroism. Or cowardice. Das klingt so, als wenn es jetzt ein positiver Effekt war bei ihr. Virtues. Okay, sie wurde heldenhaft. Das ist natürlich gut. Ich möchte mal kurz nachschauen, wie wirkt sich das aus. Wo sehe ich das? Da oben. Minus 15% Stressschaden. Ach, an alle, okay, das ist aber praktisch. Das heißt, die ist jetzt auch schon wieder weniger gestresst. Nichtsdestotrotz, wir haben einen Kampf zu bestehen.
Todesstoß. Executed with impunity. So gefällt mir das. Okay, Truppe, was machen wir mit euch? Wollt ihr weiter oder wollt ihr, dass wir zurückkehren? Wir müssen wieder 90% schaffen. Das wären noch 1, 2, 3 Räume. Das wird hart. Das wird echt hart. Aber uns bleibt wahrscheinlich keine andere Wahl hier. Ich meine, wir hätten eine Wahl, aber ich fordere die jetzt ein wenig. Falle. Kann die ihn... Okay. Sehr schön. Wir haben echt keine Fackel, oder? Nee. The darkness holds much worse than mere trickery and boogeymen. Boogeyman? Ja, Tür? Tür? Tür. Das heißt, wir kämpfen jetzt in absoluter Dunkelheit hier. Zwei, wirklich? Ha, lächerlich. Als ob ihr mich aufhalten könnt. Mich. Be gone, Fiend. Wow. Well struck. Ja, würde ich auch behaupten. Was geht bei euch gerade ab, Leute? Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Haben wir. Nee, Nahrung haben wir auch keine mehr. Leer. Was war mit denen gerade los? Die haben jetzt alle einen auf Enrage-Mode gemacht. Mir soll es recht sein. Scouting. Okay. Zum Glück haben wir zwei Schaufeln genommen. Warum ist es jetzt ruhig hier? Haben die Angst vor uns? Puh. Raus mit uns. The great ruins belong to us. And we will find whatever secrets they hold. Okay, Percy, was erwartet dich? Steady plus 10, stressresistent. Neues. Im Dungeon Wield 20% stressresistent. Minus 10% Damage, wenn sie unter 50% HP ist. Und du? Okay, und? Nichts allzu Tragisches dabei, würde ich behaupten. Yeah, Reynold ist nicht mehr paranoid. Schön. Sie haben alle schon etwas Stress erholt. Okay, das heißt, ich werde jetzt... Das Sanatorium. Was ist das? Schon gut. Was schaue ich mir als erstes an? Das hier? At home in wild places, she is a stalwart survivor and a strict instructor. Können wir hier vielleicht neue Skills lernen? Reynold, ich werde dich mich... Nee, aber neue Eigenschaften, wie es aussieht, können wir hier beibringen. Okay. Trinkets and charms gathered from all the forgotten corners of the earth. Ein Händler, aber ziemlich teuer. Ach, hier können wir wahrscheinlich Eigenschaften ändern oder teilen. Hm. 1500. Ich will das jetzt aber gerade gar nicht. Wir brauchen alles Geld, das wir haben, für Wichtigeres. Fackeln nämlich, für unsere nächsten
Dungeon Run, aber ich werde die Gestressten jetzt auf jeden Fall mal etwas entstressen hier. Okay, Dismas, stimmt, du kommst nachher dann ins Puff. Du siehst mir so aus, als gehörtest du ins Kloster. Curtis, du bist jetzt nicht extrem gestresst, aber dich setze ich hier hin. Du hast auf jeden Fall mehr nötig als... Warum kann ich nicht? Gibt's einen Grund? Dann eben nicht. Percy, kannst du? Okay, du kannst. Nun gut. No, das wollte ich gar nicht. Taverne ist da hier. Kann ich dich in die Taverne setzen? Warum kann ich dich zurzeit nicht erholen lassen? Okay, wo ist denn mein Dismiss? Hier ist er. Du gehst ins Puff. Verdammt, wir sind fast wieder pleite. Okay. Ja, Leute, das war's mit der Folge von Darkest Dungeon. Mein Trupp kommt immer extrem gestresst nach Hause, aber sie hatten Erfolg. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut!